So, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Sons of the Forest mit mir, den Lataxis. Ja, wie gesagt, bin ich ja zum Camp zurückgelaufen. Das habe ich dann ja offscreen gemacht. War auch ein ganzes Stück, was wir da noch laufen mussten, bis wir wieder hier waren. Es ist aber auch nichts Aufregendes passiert, außer dass ich vielleicht hier ein, zwei Eichhörnchen unterwegs noch gekillt habe. Und ich habe den Kelvin hier schon mal gesagt, er soll schon mal wieder Bäume fällen, weil wir ganz viel Holz brauchen werden, sobald der See hier zugefroren ist. Und ich würde sagen, wir fangen hier auch dann mal so langsam schon mal an, so vorzubereiten, dass wir hier auf den See dann im Winter bauen können. Dafür brauchen wir aber auch, wir müssen ganz viele von diesen... Lager. Und zwar Lagerung. Und zwar hier von den Stammlagern müssen wir ganz viele bauen, weil das Problem ist, wenn ich auslogge und wieder das Safe Game dann neu lade oder ich sollte sterben oder was weiß ich auch, warum immer ich neu laden sollte, neu den Speicherstand, dann sind die ganzen Baumstämme weg, die gefällt sind, weil das, die werden nicht gespeichert. Die bleiben nur Konstanz in der Welt, wenn wir hier diese Gestelle bauen. Und da werden wir jetzt einfach mal, wir werden hier einfach mal ein paar bauen müssen. So, das wird auch ganz schön viel Sticks kosten. Acht brauchen wir, glaube ich, um einen fertigstellen zu können. Das machen wir jetzt mal. So, und dann baue ich direkt noch einen daneben. Ja. So, und ich glaube, jetzt müssen wir auch langsam erstmal wieder Sticks besorgen. Aber ich zeichne den schon mal an hier. So. Und wir haben keine Sticks mehr, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ja, doch. Ein paar hatten wir noch. Also, wie gesagt, wir müssen jetzt Sticks besorgen. Wir können auch hier schon mal die Holzstämme in den fertigen reinpacken. Da passen aber leider auch immer nur 6 Stück rein. Ah, dein ist Virginia. Ich wollte gerade sagen, wo ist eigentlich die Virginia? Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Aber da hinten kommt sie. Virginia, bist du mittlerweile so zutraulich? Guck mal, ich habe auch nichts in der Hand. Setz dich mal hier hin. Oh, bringst du mir was? Mach mal Licht. Oh, guck mal, sie bringt mir was. Das heißt eigentlich, dass sie schon so zutraulich ist, dass wir sie ansprechen können. Ja, guck mal her. Pass mal auf, Schätzchen. Ich hab was für dich. Ich hab was für dich. So, müssen wir eben einmal R drücken. So, als erstes bekommst du von mir natürlich einen Peilsender verpasst, damit ich immer weiß, wo du bist. Alter, die muskulöse Beine, das ist mir ja vorher noch gar nicht aufgefallen. Oder sieht das nur so aus? Wegen dem dritten Bein, ach, das ist wegen dem dritten Bein dahinter. Ich wollte gerade sagen, ja, aber doch, die hat schon stramme Waden, ne? Hier unten und Oberschenkel. Ja gut, die rennt ja auch den ganzen Tag auf Zehenspitzen rum, bleibt ja nicht aus, ne? Rennt den ganzen Tag auf Zehenspitzen rum und rennt auch viel, bewegt sich auch viel. So, Schätzchen, du hast jetzt eine Knarre, du kannst dich jetzt verteidigen und mich auch. Du brauchst dich nicht mehr fürchten und wegrennen. So. Ja, ich würde sagen, wir speichern aber eben schnell. Und gehen dann schlafen. Weil jetzt hier im Dunkeln rumarbeiten möchte ich auch nicht. Und ihr seht ja auch nichts, ne? So. Dann noch mal eben was essen. Lecker Fisch. Aber diesmal nicht roh.
So. Und dann gehen wir noch was trinken. Den Stock legen wir mal weg. Das Feuerzeug packen wir dann auch gleich aus an. Aber wie gesagt, jetzt erstmal noch was trinken. Aber bevor ich das vergesse, holen wir uns hier erstmal Knochen raus und machen uns Knochenrüstung. So. So viel es geht. Und dann brauchen wir noch. Ich glaube, da geht auch jedes Mal eine Rolle bei drauf, ne? So was. Okay, uns fehlen noch Knochen, ne? Okay. Aber das sollte nicht das Problem sein, liegen ja hier noch genug rum. Ups. Bin da einfach zu eifrig. So. Und was brauchen wir noch? Nein. Was fehlt uns? Warum fehlt uns? Okay. Kriege ich die Knochen hier noch raus? Ja, das Feuerzeug können wir mal aus der Hand kriegen. So, und ich auch noch, ne? Ich mache es jetzt extra langsam, damit wir nicht wieder die ganzen Knochen hier rumfliegen. Müsste Knochenrüstung ja gleich eigentlich voll sein, ne? Voll. Okay. So, von den restlichen Knochen hier wieder rein. Und unterwegs können wir dann wieder neue Knochen sammeln. So. Bleibst jetzt auch schön in meiner Nähe, ne, Schätzchen? Jetzt, wo du die Waffe hast. Komm, ich mach dir hier auch mal ein Feuer an, dann brauchst du nicht frieren. So, wir können ja aber, glaube ich, noch ein paar Regale reinbauen, ne? Das Regal war ja, glaube ich, voll. Ach, shit, jetzt... Virginia, was machst du? Lässt denn in Ruhe? Oder die greift erst an, wenn ich die angreife? Das kann natürlich sein. Vielleicht lässt du die ja so lange in Ruhe. Virginia, wo hast du denn deine Knarre gelassen? Ah, jetzt hat sie, glaube ich, geschossen. So, komm mal mit. Ja, ich glaube, die wird auch mit der Zeit immer besser. Also, ich weiß es, dass sie mit der Zeit immer besser wird. Aus dem Livestream. Da spielt die nämlich wilde Sau, die rotzt mir alles, die rotzt da alles weg. So. Kevin ist schon wieder nicht mehr am Arbeiten, ne? Wir wollten aber nochmal ein Regal bauen.
ich noch was von gebrauchen. Möbel. So. Das, ach, da. Jetzt holt er mir das. Ah, der Kelvin, der ist ja so fleißig, ne? Aber manchmal nervt mich das, dass er einen immer die Sachen wegholt, die man eigentlich braucht. Das Regal doch auch fertig. Auch dann. So. Nein, falsche Taste. Irgendwann kriege ich das nochmal. Er. Zurück. Wir wollen die Sachen da rein. Ne? Lederbeutel packe ich auch mal hier rein. So, dann holen wir uns den Lederbeutel hier raus und die Totenköpfe von hier auch. So, können wir hier noch wieder ein bisschen auffüllen. So, noch ein bisschen Medizin hier rein. Ja, komm, eins, zwei Dosen hiervon. Ein paar Flares können wir hier noch reinpacken. Batterien. Okay. Ein Stack Batterien haben wir dann auf Reserve. Und Klebeband, ne? So, zwei lasse ich meine Tasche. Eins lasse ich meine Tasche. So. Gut. Schätzchen, wolltest du dich nicht mal waschen gehen? So geht das ja nicht, ne? Wir laufen ja alle. Oh, ich muss aber erstmal als gutes Beispiel vorangehen, ne? Wir sind auch nicht viel sauberer. So. Jetzt sind wir auch wieder sauber. Die Axt aber nicht. Ja, wie gesagt. Wir brauchen noch Sticks. Ne, wir müssen hier ein paar von hinbauen. Machen wir jetzt natürlich nicht die ganze Zeit. Ich wollte es halt nur schon mal gesagt haben, dass wir die hier brauchen. Weil wenn wir jetzt, wenn ich mal mich auslogge, wie gesagt, oder neu lade, sind die ganzen Stämme, die hier liegen, die sind dann leider weg. Deshalb müssen wir die mal entweder verbauen oder hier sicher aufbewahren. So, wir wollen aber auch, ich mache jetzt den hier noch voll. Den einen bauen wir hier noch fertig. Wir brauchen aber noch ein paar Sticks. Um den fertig bauen zu können. Weil hier liegen ja zum Glück genug rum. Da lag doch irgendwo ein Stick, oder? Oder mehrere. Keine Sticks mehr hier. Doch, da. Müssen wir aber ganz gut. Wirklich? Hier fallen Bäume. Oh mein Gott. So, mit Sticks sind wir voll. Wie gesagt, dann bauen wir den noch eben. Das Stammlager bauen wir eben noch fertig. Packen da natürlich. Oh, bringst du uns was? Aloe Vera, ja, das ist so was Feines, Schätzchen.
Da kannst du ruhig gerne mehr von holen. Super. Danke. Ja, ich werde das dann offscreen, werde ich das dann auch nochmal machen hier. Im Prinzip ganz viel von diesen Stocklagern, Stammlagern bauen. Dann werde ich Holz farmen. Damit wir dann im Winter vernünftig bauen können. Ich glaube nicht, dass ihr da jetzt stundenlang dabei sein wollt, wie ich hier Holz farme für den Winter. So, wir fangen aber jetzt hier mal an mit einem Steg. Nein, die rechte Maustaste. So, ja, hier so ins Wasser rein. Einmal. So würde ich sagen, ne? Dann müssen wir das natürlich alles hier unten erstmal. So, dann machen wir später Brennholz raus. Aber ich glaube, das ist auch weg. Ne? Also das Brennholz ist, glaube ich, auch weg. Wenn ich auslogge, wieder einlogge, ist das sowieso alles weg. So, will ich doch hier unten einmal treffen. So. Ich will es ja nicht beschwören, aber wenn ich überlege, was wir hier am Anfang von Kannibalen belästigt worden sind und im Moment lassen sie uns ja doch ganz in Ruhe, ne? Bin mal gespannt, ob sich das auch noch mal ändern wird. Ich meine, ist ja schön, dass es hier im Moment ruhig ist. Um Gottes Willen, ich will mich nicht beschweren. Können wir wenigstens hier in Ruhe mal ein bisschen bauen. So. Nein! So. Ah, den tricksen wir aus. Das kriegen wir schon. So. Okay. Ach, Mist. Passt nicht. Wie sieht es denn andersrum aus? So geil. Ich finde das einfach nur so geil. Zack, eben annehmen, auf der richtigen Höhe abschneiden. Das ist so genial gemacht, das Bausystem. So. Dann nehmen wir den hier doch weg. Setzen den hier hin. Wir kommen ja von hier auf dem Steg drauf. Das ist ja nicht so das Problem. Wäre zwar schöner gewesen, wenn das schön, ich zeig's, hier schön abgeschlossen hätte, ne? Aber ist im Moment, ist nicht zu ändern. So, ich hoffe, ich kriege jetzt, da kriege ich auch mal einen Grund. Wunderbar. Zack. Dann haben wir doch den Anfang von unserem Steg fertig, aber ich glaube, viel weiter können wir auch gar nicht reinbauen. Dafür muss der See erst zufrieren. Da brauchen wir dann ein bisschen Wind dafür. Gibt es denn Lagerplatz, um Brennholz lagern zu können? Muss ich auch mal gleich gucken. Lege ich mal eben hier hin. Ich könnte man noch gebrauchen. So. Ach, Pflanzgefäß, genau. Wandpflanzgefäß. Wollten wir auch noch mal bauen. Müssen wir auch irgendwann mal. Hier gibt es dann die Fallen. Gibt es aber im Moment nur zwei, ne?
Gut, Unterkünfte. Baumunterschlupf. Was haben wir denn da? Beobachtungsturm. Anbau. Okay. Aber wir bauen ja lieber selber. Ja, Baumhaus baue ich nicht mehr. Das reißt der Kelvin ja nur ab. Können wir noch hier Lampen und so. Ach, das machen wir aber, wie gesagt, das machen wir alles später, wenn das große Haus fertig ist. So, Stocklager, Steinlager, Stammlager, Knochenlager und das war's, ne? Na gut, dann gibt's noch das Trockengestell und ja, was Schaufensterfigur gibt's auch noch. Aber jetzt, um speziell hier Brennholz lagern zu können, das gibt es nicht, ne? Ich probiere das mal aus. So, wir machen jetzt hier mal Brennholz aus. Hier machen wir auch Brennholz. Hallo. Weißt du, dahin, das stört, glaube ich, sonst. So, aber hier kommt. Müsste den doch noch einmal tanken können, oder nicht? Nee. Ja, wahrscheinlich ist das nicht die. Doch, da. Geht doch. So. Hier auch gehen. Mal Brennholz für den Winter machen. Gut, das reicht erstmal. Ich will ja auch nur testen, ob das Brennholz liegen bleibt oder da, ob das auch verschwindet beim Ein- und Auslocken. Werden wir dann beim nächsten Mal sehen. So, dann wollen wir mal schauen, ob hier noch ein bisschen weiter. Ich muss den Kelvin mal gleich sagen, dass er aufhören soll. Weiter Stämme. Das war dumm gelaufen. Nee. Krieg ich da jetzt noch was drunter? Ich glaube nicht. Doch, guck mal hier. Aha. Zack. Können wir hier doch noch ein bisschen weiter bauen? Oh. Ja. Nee, dich können wir hier noch nicht gebrauchen. Aber ich muss dem Kelvin sagen, er soll aufhören. Wo ist er? Der muss aufhören. Das ist ja sonst alles. So, mach mal Pause. Wir verarbeiten das Holz noch hier. Oder ich muss noch ein Stammlager bauen. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. So wollte ich das ja eigentlich nicht haben. Ich glaube, da hat er irgendwas nicht richtig verstanden. Wie gehe ich den denn jetzt hier weg? Ja, so. So wollte ich das. Ja, dann hat er wahrscheinlich nicht gerafft, weil ich auf den Stamm drauf gestanden habe. Ja, nee, ich muss, glaube ich, warten, bis der See zugefroren ist. Nein! Uah! Ich wollte doch den Stamm. War ich denn sowas? Ja, bist du selber schuld, mein Freund. So was Ekelhaftes. So.
Ja, aber ich glaube, den müssen wir sowieso abbauen. Das geht erst im Winter weiter. So. Ich würde sagen, ich baue dann hier nochmal schnell so ein Ding hin, dass wir die letzten Stämme da auch nochmal hin können. Oder sichern können. Können wir hier noch die letzten Stämme sichern. Im Wasser war auch noch ein. Ja, wir wollen ja nichts verschwenden hier. Gucken, ob wir. Ne, das ist ein kleiner. So, da im Wasser. Ach, das sind sogar noch mehrere. Kann ich dich jetzt nehmen? Immer noch nicht. Jetzt aber, ne? Das ist ja mühselig. Die da aus dem Wasser zu fischen. Nee, ich glaube, die lasse ich da drin. So, das ist einer. So, ich würde sagen, die Zeit ist auch fast um. Wir machen dann mal für heute Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lataxis. Bye, bye.